Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ich wollte euch eigentlich diese Fratze hier nie wieder zeigen. Wirklich, ich hatte es euch eigentlich versprochen, aber es gibt ein paar Neuigkeiten, was Momo angeht. Sie ist zurück. Zumindest was Frankreich angeht. Wir erinnern uns ja alle noch an Momo. Diese gruselige Nummer, die angeblich jeden angeschrieben hat, nachts um 3 Uhr, Leute bedroht hat, ihnen Fotos geschickt hat. Das Ganze war ein riesiger Fake. Es gab zwar tausende YouTuber, die irgendwelche Fake-Videos gedreht haben, dass sie angeblich heimgesucht wurden von Momo, aber ich war einer derjenigen, die auch aufgedeckt haben, dass das Ganze Schwachsinn ist. Ich habe die Nummer angerufen. Niemand ist rangegangen. Diese angeblich japanische Nummer oder mexikanische Nummer. Es war ein riesiger Bluff. Und trotzdem gab es einige Leute, die sich daraus einen Spaß gemacht haben. Und die Leute ernsthaft verarscht haben, sie ausgenutzt haben, sich quasi als Momo ausgegeben haben. Und genau so ein Fall wurde jetzt publik in Frankreich. Und der hat einen jungen Mann sogar das Leben gekostet. Kendall Gatino, ein Junge aus Frankreich, 14 Jahre, lebensfroh, so beschreibt ihn zumindest sein Vater, hat sich jüngst das Leben genommen und mit einem Kimono-Gürtel erhängt. Seine verwundeten Eltern fanden ihn in seinem Zimmer und stellten sich natürlich unzählige Fragen. Der Vater untersuchte das Handy des Jungen und fand heraus, dass er wohl Opfer der Momo-Challenge wurde, bei dem sich Wildfremde als Momo ausgeben und Leute unter Druck setzen, diverse Aufgaben zu erfüllen. Sich selbst zu verletzen, vielleicht andere, sonst würden sie sterben. Als letzte Aufgabe folgt meistens der eigene Tod. Es klingt absurd, sich für eine erfundene Figur zu opfern. Als junger Mensch, der das gesamte Leben noch vor sich hat. Denn Momo existiert nur in Japan in einem Atelier. Eine Mischung aus halb Mädchen, halb Krähe. Sie ist nicht real. Und wer auch immer hinter dieser Challenge im Fall von Kendall Gatino stand, derjenige gehört bestraft, vor Gericht und in ein Gefängnis. Der Vater ist außer sich. Er will den Staat und unter anderem WhatsApp verklagen, weil sie die jungen Leute nicht genug davor schützen. Ob er Chancen hat? Wohl kaum. Auch in Belgien kam es vor 2 Wochen zu einem Todesfall. Ein 13-Jähriger versuchte, sich zu erhängen. Auch wohl, davon gehen zumindest die Medien aus, infolge der Momo-Challenge. Er lag im Koma nach dem Versuch und ist mittlerweile leider auch verstorben. Leute, ich mein's wirklich ernst, das ist kein Spaß mehr, diese Challenge. Ich weiß nicht, was es für Menschen sind, die naive Teenager ausnutzen, um sich als Todesgott oder sonst irgendwas auszugeben, ihnen Aufgaben zu stellen, sich selber zu verletzen, wer auch immer dahinter steckt. Ich hoffe, dass die Polizei jeden Einzelnen ausfindig macht. Ich hoffe, die Hintermänner werden hart bestraft. Denn Freunde, es geht nicht. Wie kann man denn so krank im Kopf sein? So gestört, dass man Jugendliche verarscht? Und wie kann man jeden Abend einschlafen mit dem Gedanken, dass man einen Teenager in den Tod getrieben hat? Durch so eine verrückte Challenge. Ich verstehe den Vater 100% und ich hoffe sehr, dass durch die ganze Aufklärung durch die Medien es zu keinem weiteren Fall in dieser Challenge kommt. Ich habe euch mal eine Nummer, eine Telefonseelsorge in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, euch irgendwer unter Druck setzt, ihr irgendetwas Ähnliches durchmacht, dann ruft dort bitte an. Oder wenn ihr Freunde kennt. Lasst uns gemeinsam helfen, wenn wir können, denn so ein Schicksal sollte sich nicht wiederholen. Bitte tut mir nur einen Gefallen. Wenn ihr irgendwas mitbekommt von diesem Momo-Game oder von irgendeinem anderen Game, irgendwelche Leute, die sich ausgeben als gruselige Gestalten, als jemand, der sie nicht sind, um Menschen auszunutzen, sie wirklich unter Druck zu setzen, psychisch, dass sie so kranke Handlungen machen, sowas kann man ja manchmal vorhersehen. Wenn ihr mit jemandem befreundet seid, der entweder so etwas macht oder der das Opfer davon wird, dann bitte, liebe Freunde, meldet das. Entweder Lehrern, Eltern oder wenn es gar nicht anders geht oder wenn es richtig schlimm wird, sogar der Polizei. Denn es kann Leben retten. Wir haben hier gesehen in Frankreich. Das ist einfach unfassbar, dass aus so einem Internet-Game ernsthaft Menschen da draußen sterben. Liebe Freunde, das war's mit dem Video. Ich würde mich natürlich wie immer bei jedem Video über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst auch nicht zu abonnieren, das ist nur ein kleiner Klick für euch, aber ein Riesenklick für mich. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.